Unterschriften bei der Betriebsratswahl. Können die schlecht werden? Hallo und herzlich willkommen, liebe Betriebsrats- und Wahlvorstandsmitglieder da draußen. Es ist Wahljahr und mein Freund und Berufskollege Fabian Baumgartner aus München, der weiß, es gibt keinen Wahlvorschlag ohne sogenannte Stütz- oder Stützungsunterschriften. Und was genau ist jetzt dein Problem, lieber Fabian? Niklas, erstmal ein herzliches Willkommen und Hallo an alle rechtssuchenden und ratsuchenden Wahlvorstände draußen. Und toll, dass ich hier sein darf. Niklas, ich muss gleich direkt einsteigen und auch eingrätschen. Ja. Es gibt durchaus einen Fall eines Wahlvorschlags, der keine Stützunterschriften braucht. Wir wissen es beide, auf den wollen wir nicht zu sprechen kommen. Du bist ja voll der Streber. Ja. Was meinst du? Du meinst die Gewerkschaftsliste? Genau. Ui. Genau, aber jawohl. Über die sprechen wir ja gar nicht. Ich wollte jetzt nur ein bisschen klugscheißen, ja. Du weißt ja, wir Anwälte. Es ist dir gelungen, Herr Kollege, ja? Aber sag mir, also ich will jetzt, ne, ich will im nächsten Betriebsrat sein. Aber ja, was muss ich da machen? Irgendwie, da muss ich doch Freunde finden. Ich brauche Leute, die meinen Wahlvorschlag unterstützen. Wie viele nämlich im Regelfall? Richtig, in unserer Demokratie ist das so. Ich brauche, je nachdem wie groß ich bin, aber in aller Regel brauche ich 5% der Arbeitnehmer, die mich unterstützen. Gar nicht so einfach jetzt in Pandemiezeiten, die zusammenzubekommen. Denn so war es doch, oder? Das müssen doch eigenhändige Unterschriften sein. So mit Bluttinte auf Papyrus. Richtig, abwischbar, ableckbar, ja. Da ist nichts mit hier, mail mir irgendwas zu oder so, ja. Das heißt, das bleibt schwierig. Aber wie ist das jetzt? Ich hab ja Freunde, ne? Ich habe das anders als du alles zusammenbekommen, ja? Bloß, jetzt habe ich ein echtes Problem. WAF, Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Jemand auf meinem Wahlvorschlag, ich weiß nicht, ich spinne jetzt mal, ist gestorben oder abgesprungen oder will nicht mehr da kandidieren. Jetzt haben aber alle schon unterschrieben. Sind diese Stützunterschriften jetzt schlecht geworden? Haben die sowas wie ein Mindesthaltbardatum? Schlechte Nachrichten für alle da draußen, tatsächlich ja. Nein! Ist das wahr? Ja, das heißt, ich muss der ganze Aufwand nochmal. Nein, das heißt, ich muss jetzt durch die Belegschaft laufen und neue Freunde finden? Ja, denn Niklas, es ist doch so, wir wollen ja eine bestimmte Liste stützen. Und genau die Liste habe ich mir vorgestellt. Und dann legst du mir eine Liste und ich sage, toll, genau die Kombo möchte ich im Betriebsrat sehen. Und das Red Pack. Genau, dann unterstütze ich. Und wenn sich was ändert hinterher an der Liste, dann brauche ich auch neue Stützunterschriften. Ja, aber es ist doch nur der Fabian, der hier vielleicht von der Liste Niklas Fabian verschwunden ist. Komm, du weißt, die haben eigentlich alle mich unterstützen wollen. Dich habe ich sozusagen so im Huckepack-Verfahren da mitgenommen, mitgeschleppt. Trotzdem sagst du, nee, so geht's nicht. Sie sind verfallen und wir müssen nochmal losziehen. Also jedenfalls, wenn wir es ganz korrekt machen wollen. Ja. Und das wollen wir ja eigentlich als Wahlvorstand. Ja. Fabian, was soll ich denn jetzt machen? Also die Wahl steht direkt vor der Tür. Welches Webinar oder Seminar soll ich jetzt ganz schnell noch besuchen? Naja, ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall das vereinfachte Wahlverfahren, wenn du im Vereinfachten bist, zu besuchen. Aber das normale Wahlverfahren, wenn du im normalen Wahlverfahren bist, zu besuchen. Und zwar gibt es das als Webinar in 6 Blöcken. In 3 Tagen haben wir das durch. Aber hier. Geht das jetzt überhaupt noch oder ist das jetzt irgendwie zu spät? Klar, Plätze sind noch frei und es gibt vor allen Dingen noch Zeit bis... Ja, je nachdem, wann ihr Wahltag habt, aber bis zum 31.05. kann man ja noch wählen. Wer muss das beschließen? Betriebsrat oder Wahlvorstand? Das beschließt der Wahlvorstand. Ja, sehr schön, ja. Liebe Kollegen, es wird langsam eng. Denkt dran, die Stützunterschriften, die braucht es weiterhin. Ausnahme hat der Fabian genannt. Und, was ihr vielleicht nicht wusstet, Stützunterschriften können schlecht werden. Niklas, ich muss los.